Herakles Residenz. Warum steht denn da oben links gar kein Quest? Dann aktivieren wir das doch erstmal. Hier, Beweise finden. Genau da. Da schauen wir doch mal auf die Akropolis. Ja, mein Lieblingsvogel. Was möchtest du mir zeigen? Das hier sieht mir sehr nach Kleon aus. Naja. Nicht so toll. Wir gehen mal hier hoch. Ja, wir klettern mal ein Stück. Also mit dem Kult haben wir, glaube ich, noch einiges zu tun. Noch einiges. Und vielleicht kommen wir ja noch um den Kampf drumherum mit unserem Bruder. Vielleicht können wir ihn noch überzeugen. Aber, naja. Das wird schwierig. Also, liebe Akropolis. Was war das? Athene. Hier werden Sie besonders wachsam sein. Was? Quatsch. Niemals. Ja, hier ist natürlich nix. Hier kann man wieder was klauen, aber wir wollen erstmal gucken. Oh, den schnappen wir uns mal. Mach's gut, mein Freund. 11 Eisenbrocken haben wir gleich bekommen. Okay, dann suchen wir mal hier ein bisschen. Brief an Kleon. Kleon, dein persönliches Eigentum wurde deinem Wunsch entsprechend versteckt. Ich werde bis auf Weiteres den Schlüssel sicher aufbewahren und wie gewohnt beim Pantheon auf Patrouille gehen. Polemarch Paelos. Um den Schlüssel zu bekommen, muss ich diesen Phaelos finden. Oder Phaelos, okay. Schlammspuren stammen vermutlich von jemandem aus dem Garten. Das wird wohl dieser Phaelos sein. Diese Schaufel wurde kürzlich benutzt. Da hat wohl einer den Schlüssel vergraben. Die Hinweise führen in den Garten hinter dem Haus. Okay. Neues Untersuchungsgebiet. Ein Schatz. Hier hat offenbar jemand gegraben. Verschlossene Truhe, natürlich. Da ist eine Truhe vergraben. Aber vergraben ist sie doch nicht. Die ist verschlossen. Und nun? Müssen wir weitersuchen. Was ist denn hier noch? Hä? Nein, ich kann jetzt nicht stehen. Hä? Na gut, dann müssen wir ein bisschen kämpfen. Dann müssen wir ein wenig kämpfen. Oh, das kommen aber ganz schön viele hier. Hey, beherrscht euch mal. Mann. Okay, dann müssen wir die Sache mal so angehen. Komm, einer ist noch. Mist. Okay, dann machen wir erstmal den. Den guten Adrenalinkick. Und dann hauen wir mal auf den ein bisschen drauf. Okay, auf den wollte ich eigentlich nicht, aber... egal, auf den hier wollte ich. Genau so. Und dann nochmal auf den. Wo ist denn der Bogenschütze? Wo ist... ich muss erstmal hier einsammeln. Wo versteckt... oh, wie viel kommt denn da noch? Ey, ich muss den Bogenschützen mal... Ja. Wo ist denn der Typ, ey? Oh, da. Okay, dann müssen wir das mal so machen. Jetzt haben wir den Bogenschützen endlich erlegt. Okay, das war gut.
Und dann nochmal. Noch ein Bogenschütze. Mist, ich verzettel mich hier, glaube ich. Ich glaube, ich verzettel mich hier ein wenig. Hey, Jungs. Reicht das jetzt immer noch nicht? Wo ist der Bogenschütze? Ah, hier. Komm her. Hey. Hoch mit dir. Mann, jetzt aber. Gut jetzt. Wo ist jetzt der vermaledeite Schlüssel? War noch hier irgendwas? Nee. Ja, sie ist verschlossen. Das nützt mir aber nichts. Ach so, Phylos. Ach, den Typen. Der hat den Schlüssel natürlich. Ist ja... Uah. Mist, wie sieht's technisch hier? Okay. Wir müssen hier erstmal... Vielleicht hätten wir ihn auch fragen können, aber ich glaube, das ist müßig. So, dann machen wir hier ein bisschen Roundhouse-Kick. Um hier ein bisschen aufzuräumen. Na los, weg hier. Dann machen wir nochmal den Satz, komm. So. Also läuft das doch. Jetzt geben wir denen noch ein paar Schläge. Mist. Er gibt uns ein paar Schläge, wa? Schlag den doch mal ein bisschen kräftiger. Ah. Mist. Okay, dann war's das mit dem Söldner. Das gefällt mir gut. Aber die anderen Typen hier, die wollen es noch wissen. Na gut, dann halt so. Für die brauche ich kein Special Skill. So. Ja, wir besorgen doch gleich den Schlüssel. Ach so, wir haben den gerade mit eingesammelt. Alles klar. Noch ein Söldner, ja. Jungs, lasst es. Oh, das sind ja... Wie viel kommen denn da? Wie viel kommen denn da? Ich muss weg hier. Aber wahrscheinlich komme ich nicht raus aus dem Kampf. Da werde ich wohl nicht rauskommen, oder? Oder geht die Truhe auf? Oh, die geht auf. Ja, Kleons Papyrus. Wir sollen Sokrates treffen. Bei der... Ach so, da hat sich ein Söldner gerade mit den falschen Leuten angelegt. Der Egerdys, der Schakal. Egerdys verfeinerte sein Können als Jäger von Tieren und später auch von Menschen. Man sagt, er wäre niemals von irgendwem überrumpelt worden. Was ein wenig bedauerlich war, als Freunde ihn anlässlich einer Feier zu seinen Ehren überraschen wollten. Angeblich reagierte er darauf nur mit einem... Oh, na klasse. Du bist ja ein toller Typ. Oh, wir haben natürlich wieder Fett. Lass uns mal gucken, wo wir jetzt hin sollen mit dem Beweis. Hier runter, Wahrheitsfindung. Wir müssen Sokrates bei der Pnyx treffen. Also, Soki, wir haben da was gefunden. Lass uns da mal schauen. Wir stürzen uns mal hier hinunter. Natürlich. Wir müssen uns noch ein bisschen Abstand gewinnen von den ganzen Typen da. Und komm. Ich will mal ein bisschen reiten. Ah, naja, hier ist gerade schlecht. Da ist gerade schlecht. Oh, eine Töpferstand.
Hier bin ich. Ja, ich pfeife. Und das Tier kommt nicht. Es möchte nicht. Es ist zickig. Jetzt aber. Ja, sehr gut. Und da sind wir auch schon gleich da. Würde ich sagen. Da ist die Pnyx. Wir wollen mal richtig rumreiten hier. So, guten Tag. Hier, guck mal, was ich hab. Gut, du bist hier. Das Volk erwartet bereits meine Ansprache. Dies solltest du zu deinem Vorteil nutzen können. Das habe ich zu klären gefunden. Mytilene ist nur der erste von vielen Orten, die er auslöschen möchte. Mit dem Einfluss, den er über die Polis hat, bekommt er jedes Mal die Zustimmung zum Töten. Dann liegt es an uns, jetzt und hier ihre Meinung zu ändern. Begleitest du mich? Ja, ich begleite dich, aber nur als Schutz. Vielleicht reicht es nicht, vor dem Volk zu reden. Wir müssen ihnen zeigen, warum es falsch ist, Cleon zu folgen. Es überrascht mich, dass du so eine Idee vorschlägst. Ungewöhnliche Zeiten. Waren das nicht deine Worte? Waren sie. Folge meinem Beispiel und tu so, als wärst du einer von Cleons Unterstützern, nicht von mir. Ich tue mein Bestes. Aber Sokrates, Cleon ist ein Mann des Volkes. Sag mir, wenn du jemanden mit dem Schwert verletzt, bist du dann nicht verantwortlich? Doch. Was, wenn du jemanden anheuerst, um einem anderen zu schaden? Bist du dann auch verantwortlich? Natürlich, ich wäre verantwortlich, ja. Ja, auch dann wäre ich verantwortlich. Du bist fast schon zu einsichtig und hast absolut recht. Wenn jemand durch irgendetwas zu Schaden kommt und wir irgendwie beteiligt sind, dann sind wir auch verantwortlich. Wir sind uns einig, dass man anderen auch anders schaden kann als mit eigener Hand. So ist es. Dann lass mich dir noch eine Frage stellen. Wem vertraust du? Der Mehrheit oder dem Einzelnen mit mehr Fachwissen? Ja, schwierig. Es ist ganz schwierig. Experten wissen es besser. Ich folge dem mit dem Fachwissen. Er weiß es vermutlich besser als ich. Dann hängt deine Entscheidung nur davon ab, was ein anderer sagt. Andere Informationen habe ich nicht. Und wenn er lügt? Wenn er lügt. Aber ich weiß es doch nicht. Dann suche ich mir jemand anderen. Wer mich anlügt, hat mein Vertrauen nicht verdient. Natürlich nicht. Denn schließlich, wenn er dich einmal angelogen hat, wer sagt, dass er es nicht nochmal tut? Ja, da hast du recht. Dann stimmst du also zu, dass jemand, der lügt, kein würdiger Anführer ist? Natürlich. Oh, Athene! Und ihr? Würdet ihr nicht zustimmen, dass man auch für den Schaden, den ein Mittelsmann verursacht, indirekt verantwortlich sein kann? Würdig! Und würdet ihr jemandem folgen, von dem ihr wisst, dass er euch zu seinem Vorteil angelogen hat? Natürlich nicht. Eben. Und aus diesem Grund möchte ich euch bitten und beschwören, hört mich an. Der nämlich, dem ihr momentan folgt, lügt zu seinem eigenen Vorteil. Cleon hat euch angelogen, um eure Zustimmung für den Angriff auf Mytilene zu bekommen. Und wir haben Beweise, dass er es wieder tun wird. Wird dieses Schiff erst in Mytilene sein, hat niemand dort eine Chance zu überleben. Jetzt, da ihr die Wahrheit kennt, könnt ihr eure Entscheidung zurücknehmen. Wir müssen erneut abstimmen. Das Leben dieser Menschen liegt auch in unserer Hand. Das Schiff muss umkehren. Schwierig. Das hätte besser laufen können. Aber auch so, glaube ich, kann das Volk die Beweise, die wir vorgelegt haben, nicht ignorieren. Das hoffe ich. Es scheint funktioniert zu haben. Das weiß ich aber nicht. Aber ich hoff's. Wir haben weit mehr getan. Wir haben mit Beweisen und Argumenten für einen Ausgang gesorgt, der nicht nur Cleon schaden, sondern...
Aber reicht das auch? Ich glaube, Kleons Untaten werden sich in Athen herumsprechen. Die Athener lieben ihre Stadt und wofür sie steht. Niemand kann sich wünschen, dass sie fällt. Naja, schade, dass manche Dialoge nicht so perfekt funktionieren. Okay, die erste Etappe, um Kleon zu stürzen, haben wir abgeschlossen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Schauspieler. Der Schauspieler war hier oben. Da gucken wir erstmal den Piss, den Tespis. Mal sehen, ob wir den Mr. Piss finden. Ja, hier gibt's kein Durchkommen, oder? Na doch, hier. Ja, danke. Hier komme ich. Wir reiten da mal nach Norden. Mal schauen. Aber ob die zwei Sachen schon reichen, um den Kleon zu verunglimpfen und das Volk von der Wahrheit zu überzeugen. Ja, ich bin da skeptisch. Ob das schon reicht. Wir reiten mal hier runter. Geht's hier irgendwo da rein? Genau. Und dann... Naja, wir reiten ja hier vorbei. Dann hier mal so durch. Ah, schwierig. Ja, so sieht's ganz gut aus. Ja, wir reiten noch ein Stück. Oh, das ist wohl seine Festung hier, oder? Zeig mal her. Wo versteckt er sich denn, unser Superschauspieler? So weit weg? Das muss Tespis Haus sein. Okay. Wir steigen hier mal ab. Wir gehen mal über die Dächer. Ohne hier ein bisschen mit der Festung in Kontakt zu kommen. Und suchen mal sein Haus. Das ging ganz gut. Nein, wir gehen mal außen rum. Wir gehen mal außen rum. Tespis, wo bist du denn? Hier drin? Du siehst nicht aus wie ein Schauspieler. Außer du spielst eine Stadtwache. Ich... Schweig! Ich werde dir ein paar Fragen stellen und du wirst sie beantworten. Aber Befehlshaber Rexenor... Wie heißt du? Bulis. Nun, Bulis. Es liegt an dir, ob du hier lebend rauskommst. Hast du verstanden? Ja. Okay, erzähl mir erstmal, was du hier gemacht hast. Raus damit. Wonach hast du gesucht? Irgendein Stück. Mir sagt doch eh keiner was. Ein Stück? Ich tue nur, was man mir sagt. Und sie sagten, vernichte das Manuskript. Ja, und was ist mit Tespis? Was hast du mit Tespis gemacht? Ein paar der Jungs sollten ihn in der Taverne die Straße runter betrunken machen. Okay, aber du musst doch noch mehr wissen. Du solltest mir besser nichts verschweigen. Ich weiß nur, dass sie den Typen beschäftigen sollen. Sieh doch selbst nach in der Taverne. Und das war alles? Ich befolge doch nur meine Befehle. Ich stelle keine Fragen. Na gut, schließ dich mir an. Tu etwas, das sich lohnt und komm in meine Mannschaft. Du bist loyal und du befolgst Befehle. Ist das dein Ernst? Was sagst du? Und aus Athen rauskommen? Danke. Danke. Okay. Ja, wir gucken mal nach. Den Bulis, den werden wir zwar wahrscheinlich nicht brauchen, aber wir haben ihm zumindest das Leben gerettet. Aber wir haben noch zwei Felder frei. Vergleichen. Ja, Schiffspanzerung, Gesundheit und er macht Speerschaden und Schwachstellenerzeugung durch Speere. 23 Wiederherstellung des Schiffszustands nach Entern, okay. Ja, das ist schon interessant, aber brauchen wir erstmal nicht. So, Taverne. Tespis. Müssen wir den wahrscheinlich wieder nüchtern machen. Und die Manuskripte... Hat er jetzt die Manuskripte... Hat er die jetzt vernichtet, oder wie?
Oh, Söldner. Da. Okay. Schleichen wir uns mal an. Wenn es deine Frau ist, warum verklagt sie dann mich? Ich glaube, er hatte genug. Und was geht dich das an, Mädchen? Ja, was geht dich das? Oh, sieh mal an. Du solltest jetzt gehen. Nicht ohne Tespis. Sein Arbeitgeber schickt mich. Aristophanes. Und? Er ist nicht auf Arbeit. Ja, nicht auf Arbeit. Aber ich mag ihn. Aristophanes, lustiger Kerl. Heftige Ansichten. Geradezu gefährlich. Ja, das sind sie. Ich brauche ihn nüchtern und ausgeruht. Ich glaube, du verstehst nicht richtig. Befehlshaber Rexenor hat befohlen, dass er hier bleibt. Ich sag, ich bleibe. Ich will keinen Ärger. Ja. Geht zurück in euren Ziegenstall. Ach, kommt schon. Geht woanders spielen. Das war ein satter Schlag. Das wirst du bereuen. Verschwinde. Dem Geruch nach wisst ihr ja, wo die Ziegenställe sind. Ihr werdet bestimmt schon vermisst. Und da geht's los. Mr. Ziegenstall. Ja, so ist das. Ihr habt euch mit mir angelegt. Was willst du denn? Und da müsst ihr jetzt damit leben. Komm, wir gehen hier mal durch. Na, Jungs? Ja, hier, komm. Ey. Wer schießt denn hier ständig? Hä? Wer kommt doch mal runter von dem Tisch? Ach, du bist das, ja. Komm jetzt. Hör auf. Ja, Athener Wachen sind vorbei. Was ist denn? Schläft das in Rausch aus, oder wie? Ach, müssen wir ihn wieder schleppen, ha? Kann man hier rein? Kann er seinen Rausch ausschlafen? Nee, natürlich nicht. Okay, wir müssen fix weg. Von dem Söldner. Ja, wir tun hier gar nichts. Guck. Ah, hier geht's auch wieder nicht lang. Nach Hause bringen. Er sagte, du trägst eine Maske. Du bist vollkommen sicher, hat er gesagt. Ja, ja, klasse. Du bist so stark. Das stimmt. Das stimmt. Komm. Rinder. Meine Eltern sagten, ich werde entweder Schauspieler. Danke, aber weiter darfst du nicht gehen, denn ich kenne wahre Liebe. Ich will nur, dass du morgen auftreten kannst. Natürlich. Und ich will nur meine Muse, meine Liebe. Ich trete nicht auf ohne sie. Warum trittst du nicht auf? Du wirst auftreten. Nicht ohne Ekaterin. Ein göttlicher Name für ein göttliches Gestell. Ich meine, Geschöpf. Ekaterin klingt wirklich interessant. Und was für Männer waren das? Diese Männer in der Taverne. Wer waren die? Oh, die Bewunderer? Harmlos, ehrlich. Und ich mag Männer in Uniform. Na gut, dann tschüss. Du musst jetzt ausnüchtern. Das Stück ist sehr wichtig. Ekaterin auch. Ohne meine Muse geht es nicht. Bitte, sie ist westlich von hier im Haus der Aphrodite. Wenn das heißt, dass du dann auftrittst, finde ich deine Muse. Ich sagte ihm, manchmal frage ich mich, ob es richtig war, Kefalenia zu verlassen. Anklage. Ja, das stimmt. Okay, den Tespis haben wir gefunden und die Muse. Die Muse müssen wir auch gleich suchen. Damit er dann morgen auftreten kann. Der Heinz. Nö, nee, Söldner, komm. Ich lass dich mal in Ruhe. Ne, hier sind eh zu viele Söldner. Wenn nur das Pferd mal ein bisschen schneller wäre.
Ja, Sperrgebiet. Klasse, da freue ich mich. Dann gehen wir erstmal fix hier hoch. Ja, jetzt ist zu spät. Fubilein, jetzt ist wirklich zu spät. Lass uns erstmal kurz hier gucken. Okay, sind ein paar Wächter, ja. Und dann gehen wir mal der Sache ein wenig vorsichtiger an. Die Sache natürlich. Ah, hier müssen wir ja nicht rein, okay. Da können wir vorbei. Vorbei. Ist doch gar nichts... Hallo? Ist doch gar nichts los hier. Hm? Ekaterin. Mal sehen. Hier drin noch nicht. Hier auch nicht. Hier gehen wir mal rein. Haus der Aphrodite. Waren wir noch gar nicht. Nicht wirklich mein Typ. Zu viele Muskeln. Aber wenn du die Drachmen hast, werde ich mich damit arrangieren können. Thespis sagte, ich finde dich hier. Oh, mein liebster Thespis. Ein Künstler auf so vielen Gebieten. Aber reden wir über uns. Es gibt kein Lo-Uns. Thespis schickt mich. Du verstehst nicht. Ich brauche deine Hilfe. Das tun viele. Diese Hände halfen schon mehr Menschen als Hippokrates. Nein, Thespis hat mich hergeschickt. Ich gebe dir sicher keinen Rabatt, nur weil du mit ihm bekannt bist. Nein, Thespis will, dass du zu ihm gehst. Er braucht deine Hilfe, um morgen aufzutreten. Thespis liebt es, aufzutreten. Aber diesmal wird er es ohne mich tun müssen. Aber du bist seine Muse. Befehlshaber Rexenor sagte, es würde mich mein Leben kosten, wenn ich mich momentan mit Thespis abgeben würde. Oh, wer ist denn dieser Befehlshaber Rexenor? Ich höre ziemlich oft von diesem Befehlshaber Rexenor in letzter Zeit. Er ist einer von Kleons Schoßhunden. Einige der Mädchen haben mir von ihm erzählt. Verkleidet sich gern mit einer Robe und Maske. Und er tut gern Leuten weh. Tut mir leid. Er leitet die hiesigen Einheiten. Seine Männer sind ständig hier. Er wüsste sofort, wenn ich zu Thespis gehe. Und warum wurdest du bedroht? Warum sollte der Befehlshaber dir drohen? Es geht um dieses dumme Theaterstück. Sie tun alles, was sie können, um Kleons Ruf zu schützen. Aber dich zu bedrohen? Künstler sind ein abergläubischer Haufen. Befehlshaber Rexenor weiß, dass Thespis nicht auftritt, wenn seine Muse nicht auf ihn wartet. Ja, dann werden wir uns mal mit dem Befehlshaber beschäftigen. Keine Sorge, ich kümmere mich um diesen Befehlshaber. Du verstehst nicht, was für ein Hund er ist. Er ist mehr als nur irgendein Athena-Soldat. Was meinst du? Geheime Treffen, komischer Besuch. Er ist einfach gruselig. Du musst ihn töten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn ich es tue, gehst du dann zu Thespis? Es wäre mir ein Vergnügen. Oh Mann, wo... Wo finde ich den Befehlshaber? Auf der anderen Straßenseite Richtung Norden. Die Mädchen müssen ihn dort besuchen, wenn er Gesellschaft wünscht. Hat wohl nicht genug Ausdauer, um herzukommen. Der Arme. Und wie sieht er denn aus? Kannst du ihn beschreiben? Er trägt einen dieser großen, dummen Helme. Damit kompensiert er andere Dinge. Ich verstehe. Na dann. Keine Sorge. Ich kümmere mich um ihn. Bring mir sein kleines Schwert als Beweis. Ich bin bald zurück. Niemand sollte sich glücklich schätzen, bevor er stirbt. Oh. Bis dahin ist er nicht glücklich. Er hat nur Glück. Rexenor die Hand, Attischer Seebund. Vom plötzlichen Umkippen in der Abstimmung über den Krieg bis hin zu einem sturen Politiker, den man tot auf offener Straße fand.
Die Narben, die der Kult an der Demokratie hinterließ, wurden deutlicher und gefürchteter. Rexenor war die Klinge, die diese Narben zufügte. Ganz gleich, wie widerstandsfähig die Athener auch sein mochten, gelang es ihm mit feiner Hand, sie bei der Stimmabgabe in Richtung Krieg zu bewegen und so dem Willen des Kosmos zu dienen. Naja, eine Notiz an einen Kultisten. In seiner Tarnung als ungepflegter Säufer mit einem Helm, der doppelt so groß wie sein Kopf war, und ob seines Verstecks in den Gemächern von Hetären, würde unser Blaublut Rexenor beinahe schon komisch wirken, wenn er nicht so tödlich wäre. Aus diesen Gemächern heraus hat er den inneren Zirkel der politischen Elite infiltriert. Narren, wer nicht gehorcht, wird sich mit dem eigenen verborgenen Messer an der Kehle wiederfinden. Ja, Rexenor, da bist du also. Ohne Zweifel steht dieser Rexenor mit dem Kult des Kosmos in Verbindung.